Hallo ihr Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich mit euch über die Leipziger Buchmesse reden. Ich werde das Ganze in zwei Videos aufteilen. Und zwar einmal die Bücher und Autoren, die ich getroffen habe, die Bücher, die ich gekauft habe und die Autoren dazu. Und dann zum anderen so die Flyer-Goodie-Bags, die ich bekommen habe. Und ich denke, das ist ganz gut, weil im letzten Jahr hatte ich Video zur Leipziger Buchmesse 17 und Frankfurter Buchmesse 17 gemacht und ich selbst fand die Qualität unfassbar unterirdisch und denke mir einfach, wenn ich das aufteile, das Ganze nicht ganz so sehr immer in die Länge ziehe, sondern alles so ein bisschen, dann kann ich auch wieder Bilder mit einfügen, ohne dass das ganze Video in die Qualität schlecht wird. Deswegen möchte ich jetzt einfach mit dem ersten Teil beginnen und erzähle euch so ein bisschen was nebenbei über die Buchmesse in Leipzig, die wirklich interessant und sehr aufschlussreich für mich war. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, mitgenommen. Drei sehr interessante Autorinnen durfte ich interviewen, aber dazu ein bisschen später mehr. Und ich freue mich einfach, dass ich als Blogger oder freie Journalistin dort sein durfte. So sah mein Bändchen aus. Und ja, ich bin ein bisschen stolz, muss ich zugeben, dass es so alles auch geklappt hat. Und ich habe allerdings wirklich nicht viel gekauft, muss ich sagen, oder mitgenommen. Einfach auch, weil ich immer einen Hintergedanken im Hinterkopf hatte, ich muss ja noch zurückfahren mit dem Zug. Und die Wetterverhältnisse haben sich tatsächlich von jetzt auf gleich so geändert, dass ich mir dann auch gedacht habe, nee, wenn ich jetzt zu viel mitnehme und der Zug bleibt irgendwann stehen oder ich muss den Zug wechseln, dann wäre das ziemlich unpraktisch, wenn ich mich so richtig abschleppe. Deswegen habe ich es relativ, es geht. Ne? Ich habe mich auch tatsächlich mehr treiben lassen von dem Ganzen, was ich selbst sehr interessant gefunden habe und inspirierend fand, weil ich einfach auch mitbekommen wollte, wie das Ganze so ist und was alles passiert. Ich habe zum Beispiel an dem Donnerstag habe ich ein Interview, ein sehr, sehr interessantes Interview mit Giorgio Moyes gesehen, was wirklich spannend war, worüber sie hat so einfach auch über ihren Schreiballtag erzählt und das fand ich so inspirierend und so toll. Einfach so bodenständig. Und dann sind wir eigentlich auch nur, meine Freundin und ich erstmal, und dann kam noch die Marie Birken mit dazu. Ich habe euch das Interview schon hochgeladen von ihr. Und wir haben dann einfach uns so ein bisschen, das eine oder andere angeguckt und an dem Donnerstag direkt auch Nina McKay getroffen, die Autorin, zum Beispiel von Plötzlich Benji, die jetzt mit ihrem neuen Buch Teenie Voodoo Queen beim Piper Verlag herausgekommen ist. Und wir waren dann auch zufällig beim Piper Verlag noch, habe ich sie dann gesehen und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich könnte auch eigentlich das Buch kaufen, wenn du schon da bist, dann kannst du es mir gleich signieren. Hat dann auch alles geklappt und dann hat sie es mir auch schön signiert und das sieht auch hier sehr, sehr süß aus, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile jetzt tatsächlich alle Bücher von ihr habe. Sehr cool, sehr süß. Als kleines Goodie hat sie mir noch so eine süße, es ist so eine Schreibfeder, ne? So, Schreibfeder hat sie mir noch mitgegeben und dann noch, so ein Meerjungfrauenpinsel. Sehr cool, sehr süß, muss ich sagen, habe ich mich wahnsinnig gefreut und Nina ist, ich mag sie, sie ist eine sehr, sehr tolle und interessante Autorin und Person und, kann sie eigentlich nur oder man muss sie eigentlich nur mögen. Mit Steffi Wittern habe ich mich vorher schon verabredet, dass wir uns an dem Samstag treffen. Es war ein bisschen chaotisch, wo bist du jetzt, ich bin jetzt da, okay, ich komme gleich und dann, und wie das eben so ist auf einer Buchmesse und dann noch jemanden anderes getroffen und dann, ich habe so einen Orientierungssinn, also ich habe einen Orientierungssinn wie im Brot im Prinzip, also. Aber wir haben es dann doch geschafft und sie hat dann auch dazu, sie war dann auch dabei, als ich das Interview mit der Vanessa Petzold gemacht habe. Die Autorin von, vergiss mal nicht, hier steht, es ist alles nur Fassade, du kennst mich nicht.
Und du würdest es nicht aushalten, dich wirklich kennenzulernen. Roman Vanessa Pelzer. Sehr cool. Hast du noch einen Flyer gemacht, was ich sehr, sehr süß finde. Habe ich mir mitgenommen. Viele. Und ja, dann natürlich Vanessa, Stefanie Wittern. Ich habe da noch ein kleines Goodie-Bag, das habe ich irgendwo in meinem ganzen noch. Und Lesezeichen hat sie noch mit reingemacht. Und kleiner Flyer. Sehr, sehr süß, sehr aufmerksam, muss ich sagen. Sehr toll. Und ich natürlich auch noch signiert. Viel Spaß beim Lesen, deine Stefanie. Das Buch werde ich euch auch in meinem Neuzugänge-Video dann richtig genau vorstellen. Auf jeden Fall muss ich sagen, mag ich Steffi sehr, sehr gerne. Sie ist total lieb und ja, es ist so schade, dass wir so weit weg voneinander wohnen. Ja, ich hätte sie gerne in meiner Nähe, würde ich sagen, muss ich sagen. Von Wölfen und Vampiren hat sie mir zum Geburtstag geschenkt, was ich nicht, womit ich nicht gerechnet habe, aber was sehr, sehr cool ist. So. Mega gefreut und wirklich eingeplant habe ich das Treffen mit Andreas Zuranek, dem Autor der von Das Erbe der Macht, von der, ja, Das Erbe der Macht-Reihe. Es war, ich wusste, dass er da ist und dass er immer da ist. Auch das ist so ein Ding auf der Buchmesse. Ich habe das in meinem Blogbeitrag ausführlicher geschrieben. Den habe ich online gestellt auf jeannyjanez.wordpress.com. Und es sind viele Autoren, sind tatsächlich alle 4 Tage, jeden Tag von morgens ist von 10 Uhr, von 10 Uhr bis 18 Uhr, plus minus natürlich, am Stand gewesen und haben sich mit den Lesern und anderen Leuten eben ausgetauscht. Und das war wahnsinnig inspirierend und interessant auch, wie manch ein Autor dann so drauf war, sage ich mal. Also ich habe tatsächlich auch Autoren gesehen, die so mit einer versteinerten Miene an einem vorbeigehuscht sind. Klar, Termin, ist mir bewusst. Und ich muss schon sagen, es ist schon sehr toll zu sehen, wie die Autoren auch außerhalb eines Standes sind, außerhalb von dem ganzen Rummel um sie herum, wenn sie im Prinzip inkognito umherlaufen. Es ist natürlich klar, dass man viele, ja, sie sind dann eben auch nur normale Menschen, sag ich mal, ohne dass man das jetzt nicht jeder, man kennt natürlich nicht immer den Autor zum Buch, also das Gesicht zum Buch. Ne? Das ist klar. Und ja, ich habe zum Beispiel Alana Feig zufällig getroffen. Die Autorin, die auch unter dem Pseudonym eben Lily Oliver schreibt. Und ich habe leider kein Autogramm oder so von ihr, aber ein Buch, ein Foto gemacht. Und das war schon sehr toll, sie einfach mal so zu sehen. Die war sehr in Eile, habe ich gemerkt. Andere Autoren sind aber so richtig strange an einem vorbei. Auch ich habe mich dann gar nicht getraut, was zu sagen, muss ich sagen. Und doch ist es schon sehr spannend, das Ganze zu beobachten einfach. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe mir nicht ganz so viel vorgenommen diesmal. Hier und da wusste ich, okay, Autor ist da. Aber ansonsten hatte ich wirklich nicht ganz so viele Termine auf meinem Plan. Letztendlich habe ich ganz so viel gestrichen auch. Wollte mich einfach nur treiben lassen und gucken, wo was ist. Und beobachten. Ich habe ganz viel beobachtet, auch auf dem Bookstagram-Treffen. Auch so einige YouTuber, die man so kennt. Und Blogger, die man auf Instagram sieht. Und auch das war sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Eine, ja, Bookstagrammerin ist zum Beispiel wie ein richtiger Popstar behandelt worden, was ich so toll finde, weil sie ist wirklich auch ein sehr, sehr lieber Mensch und ich habe sie dann gefragt, wie findest du das Ganze? Und sie meinte so, ja, es ist schon sehr ungewöhnlich, sie glaubt das auch gar nicht, es ist, aber sie ist noch sehr zurückhaltend und sehr bodenständig und das finde ich so toll. Liebe Lesen mit Kathleen oder Kathleen. Sehr, sehr lieb, sehr, sehr toll. Ich habe noch andere ganz, ganz wundervolle Blogger gesehen und auch das war sehr inspirierend, sehr toll und aufschlussreich, ganz, ganz aufschlussreich war es. Komme ich aber zurück zum Green Light Press Verlag.
und dem Andreas Zuranik. Ich habe ja schon viele Bücher von ihm gelesen, 4 Stück insgesamt bis jetzt. Das Erbe der Macht, den 4. Teil muss ich noch rezensieren, aber so ein paar Kärtchen da waren. Er ist ja mittlerweile tatsächlich zu meinem lieblingsdeutschen männlichen Autor geworden, das muss ich ja sagen. Eine lieblingsdeutsche weibliche Autorin habe ich so jetzt noch gar nicht. Glaube ich. Vielleicht Nina McKay könnte so. Doch. Auf jeden Fall ist Andreas Zoranek mein lieblingsmännlicher Autor. Und das Lustige war eigentlich auch, dass wir am Freitag da waren bei ihm. Und dann habe ich überlegt, hey, ich brauche unbedingt einen neuen Lesestoff, ne? Und er hat noch eine Sci-Fi-Reihe geschrieben, die Hellosphere, und dann noch eine Krimiserie Mordsteam. Und wie man so im Gespräch ist, habe ich gesagt, ey, ich habe mich jetzt für Mordsteam entschieden, ne? Und ja, dann packt er mir das ein. Signiert das noch so schön, liebe Janine, viel Spaß in Barrington Cove. Es wird böse, Andreas. Dann habe ich zu Hause gemerkt, es ist der zweite Teil. Ja, wie sagt man so schön, shit happens, ne? Hab mich schon ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Am Samstag sind wir dann nochmal hin, meine Freundin, bei der ich übernachtet habe und gewohnt habe in der Woche. Und haben es ihm dann gesagt. Und er so, oh. Ja, meine Freundin hat mir dann zu Ostern, es ist ja nun bald Ostern, den ersten Teil jetzt geschenkt, nachgekauft. Die vergessenen Akten, der Fall Marietta King 1, ein Mordsteam. Und als Wiedergutmachung, voll süß, hat er mir tatsächlich 2 Hörspiele zu Hellosphere mitgegeben. Und ja, auch dazu erzähle ich mehr in meinem Neuzugänge-Video. So, genau. Aber ich fand die Reaktion so toll von ihm. Das war so, ja, ich glaube, manche hätten dann gesagt, naja, gut, Pech gehabt, ne, aber klar, er darf das Buch nicht so rausgeben, das ist klar. Also als kostenlos hätte ich jetzt auch gar nicht genommen. Oder Rezensionsexemplar vielleicht, aber so. Ja, er hat dann einfach so einen Schlupfwinkel gefunden. Das fand ich so cool. Und auch so die allgemeine Reaktion, das hat mir so Spaß gemacht, das zu sehen. Das war irgendwie sehr schön. Das muss ich sagen. Genau, das war schön. So, Barfuß um die Welt, das ist ein Reiseblog, Reisejournal von Hanna Siebern. Ich habe sie, das hat sie auf ihrer Facebook-Seite verlost und Gutscheine verteilt. Und habe ich natürlich auch gleich Lesezeichen noch von Seiten zwischen den Welten genommen. Eines meiner Lieblingsbücher, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwo in den Top 5 gelandet, Top 5 E-Books gelandet. Und ich habe ihr das dann auch gesagt und sie dann so, hey, hast du Lust, den zweiten Teil zu rezensieren? Und ich so, klar. Sage ich nicht nein. Ne? Und hinterher habe ich dann gesagt, ja, das war wirklich sehr cool, dass ich das einfach so machen durfte. Also, dass sie mich dann gefragt hat, ob ich Lust habe. Und ja, natürlich habe ich Lust. Klar. Also, wer hätte darauf nicht Lust? Ich bin sehr gespannt. Mit Marie Birken habe ich 2 Tage fast verbracht, mehr oder weniger. Sie hat mir ihr neues Buch mitgebracht, Mila und Louis, Zwillinge eben. Das Cover und alles habe ich ja mit erstellt. Außerdem zum Geburtstag hat sie mir von Frank Günther unser Shakespeare. Auch das werde ich in dem Neuzugänge-Video dann zeigen. Ich habe noch keine Ahnung, worum es geht, aber ich bin gespannt. Auf jeden Fall habe ich sie ja interviewen dürfen. Das Interview ist ja bereits online und es waren 2 sehr aufschlussreiche Tage mit ihr, muss ich sagen. Ich habe viel, viel gelernt, viel erfahren und ich muss sehr viel verarbeiten. Ich möchte das Video an dieser Stelle erst einmal beenden. Das waren so die Autoren, die ich getroffen habe, dessen Bücher ich gekauft habe. Ich zeige euch jetzt noch zum Abschluss dieses Videos einen wunderschönen Beutel, den ich zufällig im Hugendubel gefunden habe. Und zwar, wenn ein Buch gut geschrieben ist, finde ich es immer zu kurz. If a book is well written, I always find it too short.
von Jane Austen. Ein sehr, sehr süßer Beutel, der Beutel und ich, das war ja gleich so. Es war ja Liebe auf den ersten Blick. Schweineteuer, echt 8 € für so einen Stoff, für so einen fetzen Stoff im Prinzip. Aber es musste sein, ich musste ihn kaufen, ich musste es einfach tun. Und bin happy. Und ich habe den tatsächlich auf der Buchmesse dabei gehabt. Ich habe da meine ganzen Flyer noch mit reingepackt und so. Und ich wurde so oft angesprochen wegen diesem Beutel, dass es schon wieder toll war, dass ich das Geld investiert habe. Also irgendwie hat sich das alles schon wieder ein bisschen aufgehoben. Es war für mich sehr toll, einfach, ach ja, sehr cool, muss ich sagen. Scheinbar gibt es doch viele Jane Austen-Fans da draußen und das ist einfach eine Freude, das zu sehen, muss ich sagen. Und ich war in diesem Hugendubel in Leipzig und haben wir uns kurz, waren wir drinnen, bevor wir zu Black Panther gegangen sind. Wahnsinnig cooler Film, wirklich cool. Ich liebe er, ich, das ist wirklich ein toller Film. Auf jeden Fall ist da so eine richtig schöne Ecke gewesen, nur mit Jane Austen Büchern. So richtig, richtig wahnsinnig tolle Ausgaben, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Und ich kenne schon viele. Und ich dachte nur so, wenn ich Geld hätte, würde ich, aber ich habe ja nicht so viel Geld. Aber ich konnte mich nicht beherrschen und einfach ein bisschen meiner Freude kundgetan. Und da war eine Kundin, die stand dann daneben und wollte irgendwas lesen. Dafür sind ja eigentlich diese Lesenischen da. Und sie hat tatsächlich nicht den Klappentext nur gelesen, sondern richtig im Buch. Und würden Sie bitte etwas leiser sein? Und ich sage auch nur so, okay. Dann bin ich ja leiser. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich zeige euch im nächsten Video all die Flyer und wundervollen Goodie-Bags. Zum Beispiel dieses Stückchen hier. Und erzähle euch noch ganz viele andere tolle Sachen, die ich alle, was ich alles erlebt habe. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und einen schönen Tag. Und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jenny. Bye.